Ja, vielen Dank, Wolf-Dieter. Wir sind wieder live dabei hier im Krupuk-Stadion. Und hier wird es nochmal richtig spannend, meine Damen und Herren. Stanislaus Krimpi und Roland aus Rostock sind bereits ausgeschieden. Überraschend, muss man sagen, nach ihren überragenden Leistungen im letzten Jahr in Trebin bei den Weltmeisterschaften mit Doppelgold für Weibrichistan. Aber jetzt Oleg Konopke, der Deutsch-Türke, mit der Chance auf Gold. Wir sehen hier die tiefe Pestalozzi-Schaukel zur Aktivierung des Matrosenmuskels. Jetzt heißt es Daumen drücken. Und da versucht er es gleich. Konopke, ja Verfechter der Blasbackentechnik, scheint hier ein sauberes Opening hinzulegen. Das sieht gut aus. Blick zum Trainer. Oh, was war das? Das war nichts. Aus der Traum. Bitter. Schauen wir nochmal in der Zeitlupe. 920 Kilo, das wäre Jahresbestleistung gewesen, aber hier wird ganz deutlich, dass ihm doch noch 10-12% auf die Weltspitze fehlen. So wird man kein Olympiasieger. Und damit zurück nach Mainz.